Tanzstücke, die die Weißen praktisch dort gespielt haben. Die Schwarzen haben es übernommen, aber dann in ihrer Art, wie sie das spielen. Und da ist ein großer Unterschied. Ich habe ja auch ein paar weiße Kapellen gehört. Da wird das viel glatter gespielt. Und hier war das also richtig rhythmisch, rhythmisch angereichert. Überhaupt alle Bläser fielen mir auf, dass sie, sagen wir mal, an der Melodie richtig hin und her zerren. Ich hatte dann so ein Bild vor Augen, wenn eine Maus, eine Katze eine Maus fängt und sie dann bearbeitet. Und während wir hier in Hamburg so waren, man spielt das auch rhythmisch, aber nicht so gezerrt, so rhythmisch angezogen. Ne? Naja, dann habe ich mir gesagt, mein Gott, jetzt hast du noch viel zu lernen und musst sehr viel mitnehmen, sonst ist dieser Aufenthalt völlig umsonst. Für mich als Musiker war zentral die Musik, die Melodien und dann alles andere. Ne? Naja, die Tage vergingen und die 3 Wochen gingen so schnell rum und ein Teil hatte ich im Kopf. Aber mir war klar, dass ich in 3 Wochen diese Stücke, die ich aufgeschrieben habe, nicht in meinen Kopf bekam. Und mir war dann auch klar, weil das Klima dort subtropisch ist, ist ja das Blut dicker, dickflüssiger. Und es muss also braucht den Übergang, dass es dünner wird. Und damit zusammenhängt auch die Nervenarbeit im Kopf. Und ich hatte immer das Gefühl, dass meine Sekretärin gar keine Lust hatte, diese Stücke für mich zu behalten. Naja, und wie gesagt, ich werde das dann noch mal ein anderes Mal erzählen, Einzelheiten. Die 3 Wochen gingen schnell rum und ich habe dann schon, bevor die zu Ende waren, mir gesagt, so geht das nicht, du musst hier deinen Rückflug vergessen, du bleibst in New Orleans. Was das heißt, war mir auch klar, man ist illegal, aber vielleicht hast du Glück. Du musst wegen der Musik und wegen dieser Melodien das riskieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Der Tag kam. Ich war ja mit einigen Leuten von der Chislips da, mit meinem Freund Wolf Delbrück. Der war ganz erstaunt. Er sagt, sag mal, du packst ja gar nicht ein. Ich sage, Wolf, ich bleib hier. Das kannst du doch nicht machen. Du hast doch einen Flug gechartert, hin und zurück. Wie willst du denn zurückkommen? Ich sage, du. Das interessiert mich nun gar nicht. Ich bin jetzt hier und ich weiß auch gar nicht, ob man jemals nochmal wird nach New Orleans kommen. Ich muss jetzt diese Zeit voll auskosten. Und da will ich auch noch was von der Stadt kennenlernen. Ich möchte auch noch mehr Kontakt zum schwarzen Publikum in New Orleans haben, also zu den Einwohnern. Und da gibt es so viel für mich zu sehen. Ich muss hier bleiben. Ich will jetzt erstmal Schluss machen. Dann ja. Machen wir das nächstes Mal weiter. Okay. Genau, prima. Gut. Ja, ist doch schön.